Soll ich noch ein bisschen rücken oder meinst du das gut? Wenn du willst, kannst du noch ein bisschen. Ich rück noch ein bisschen. Komm. So, ich glaube, wir sind live. Tatsache. Ja, wir sind in der Tat live. Ich soll ein bisschen noch ranrücken, weil ich sehe nur. Wir haben es gleich. Hallo und herzlich willkommen zu Live im Weinkreis. Heute mit Björn und Kilian. Schönen guten Abend und ein frohes neues Jahr. Oh ja, genau. Es ist ja schon 2022. Völlig crazy, gell? Ja, man kann es gar nicht glauben. Herzlich willkommen auch von mir zur ersten Ausgabe von Live im Weinkreis 2022. Wir haben dieses Jahr Großes vor. Wir haben ganz viele tolle Winzer und Winzerinnen in Planung und starten, glaube ich, auch mit einem Knaller heute gleich, ne? Ja, der Joachim Heger ist jetzt kein Weinleichtgewicht, wenn man das mal so sagen darf. Das ist schon eine Bank, den jetzt hier als ersten Gesprächspartner zu haben. Auch der Druck ist natürlich sehr hoch für uns, deswegen. Ja, aber ich glaube, wir sind der Aufgabe gewachsen. Und deswegen hat auch den Wein da. Ganz genau, das hilft immer. Die meisten werden, bevor wir uns den Wein gönnen und einschenken, die meisten werden das Weingut kennen. Heger, Kaiserstuhl, wärmste Region Deutschlands, Wärmeinsel, wie man immer so schön sagt, Burgunder. Paradies, all diese Floskeln, ne, die natürlich auch nicht ganz bei der Hand zu weisen. Von der Sonne verwöhnt. Kannst du das auch singen, wie in diesem Werbejingle? Nee, aber das ist ja jetzt eh nicht mehr aktuell. Ah, okay. Wusste ich gar nicht. Tja. Die Lagen von Dr. Heger, das sind Lagen, nach denen lechzen sich Weinfans, glaube ich, weltweit die Lefzen. Jeder sollte davon ein paar Flaschen im Keller haben, ne? Iringer Winklerberg oder so, da ist, glaube ich, eigentlich alles gesagt. Definitiv, auch Achkarren Schlossberg ist jetzt nicht die schlechteste Lage in Deutschland. Die ganz, ganz schlechteste. Und wir haben uns heute, oder der Kilian hat sich einen Wein ausgesucht heute, das ist ein Grauburgunder. Magst du mal erzählen, warum du diesen Grauburgunder rausgesucht hast und was es damit auf sich hat mit diesem Wein? Also zum einen ist es ein super Wein für die Jahreszeit. Ja, Riesling gibt es da auch. HP Geiser. Es gibt auch Riesling, das stimmt. Genau. Es gibt auch ein sehr gutes Riesling GG. Leider nicht bei uns, aber das kann ja natürlich trotzdem direkt auf dem Weingut bestellen. Warum wir den Wein ausgesucht haben, ich finde, der passt einfach perfekt zur Jahreszeit. Silvester ist zwar schon vorbei, aber im Winter und beim Skifahren und wenn es draußen eklig ist, macht man gern was Warmes, was auch die von innen warm macht, oder? Ja. Vor allem bei so einem Wetter wie heute, ne? Genau. Es war kein Schnee, aber Dauerregen, zumindest hier in Stuttgart. Und das ist eigentlich der perfekte Wein zum Käsefondue. Und Käsefondue esse ich natürlich gern beim Skifahren oder im Winter oder zu Silvester. Käsefondue, schon, ja. Schon was genau. Wie immer hier bei Live im Weinkreis, Entschuldigung, wollte ich gar nicht unterbrechen. Nein, gar kein Problem. Schreibt uns gerne, was ihr dazu esst, wenn ihr den Wein auch habt, was wir natürlich hoffen, oder was ihr euch vorstellen könntet, was passt, wenn ihr ihn probiert. Und ja, schreibt uns auch gerne, was ihr an Silvester getrunken habt. Das ist ja immer so, da macht man ja gerne mal ein besonderes Fläschchen auf. Ihr wahrscheinlich auch, oder? Ja, bei uns gab es Käsefondue und dazu Champagner. Das war sehr, sehr gut. Und danach hast du als guten Neujahrsvorsatz deinen Weinkeller neu. Genau, ich habe meinen Weinkeller neu sortiert. Der sieht jetzt mega nice aus. Vielleicht mache ich da noch ein Bild nachher. Dann könnt ihr mich auslachen, wie viel Wein ich habe oder wie wenig Wein ich habe. Ja, es sieht schön aus, aber es kommt ja nicht darauf an, wie viel, sondern was in der Regel. Ne? Ja, viel Mosel bei mir. Ja, wirklich. Wir werden jetzt gleich, ich glaube, wir schenken ein und dann werden wir gleich noch den Joachim dazuschalten, Joachim Heger und den Simon. Genau. Das ist der, soweit ich weiß, Schwiegersohn oder Schwiegersohn in Spe, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Das werden wir auf jeden Fall im Gespräch noch erörtern. Vielleicht gibt es nachher Ärger. Hallo Marius, was geht? Marius, hallo. Heute gibt es den Grauburgunder aus Iringen, VDP Ortswein. 2018, ne? Richtig cool, mit Schrauber, das heißt, ihr braucht keinen Korkenzieher und wir müssen keine Korkflaschen umtauschen. Perfekt. Kilian schaltet die Hegers dazu. So, ist eingeladen. Ich hoffe, ihr sitzt alle gemütlich, habt schon was im Glas. Ja. Cheers. Cheers. Auf ein gutes neues Jahr. Mach. Ja, warte schon. Jetzt? Ja, jetzt musst du das hier. Und das.
die beiden quasi. Hey! Ja. Hi! Servus! Perfekt, hallo! Da hat der Achim gerade im Handy angenommen. Könnt ihr das nochmal machen, über, dass wir es über das iPad annehmen können? Achso, ja, klar. Na, Logo. Dann müsst ihr euch ganz kurz selbst kicken. Jo. Die Technik. Ob die auch so ein dopes Wetter haben am Kaiserstuhl? Oder ob da schon wieder die Sonne schien heute? 1700 Sonnenstunden, glaube ich, im Jahr, ne? Alter, was bist du für ein Nerd? Mehr als irgendwo sonst in Deutschland. Ah, du kommst aus der Region, oder? Nee. Du kommst von der falschen Seite. Von Nordschwarzwald eher, ja. Ich glaube nicht, dass du das sagen darfst, dass ich aus der Region komme. Das werden, glaube ich, nicht alle witzig finden. Wir haben es gleich. Ihr könnt schon mal einen Schluck nehmen. So, jetzt habe ich ihn wieder eingeladen. Wir sind sehr gespannt. Es geht gleich los. Blöde Frage, könnt ihr uns denn überhaupt gut hören? Ja, genau. Da plappern wir die ganze Zeit und ihr seht nur Mundbewegungen wie in einem 20er-Jahre-Film. Gern mal vielleicht ein-, zweimal Daumen hoch. Ja. Das würde uns helfen. Ja, das reicht uns. Super, vielen Dank. Klasse. Ja, solange die zwei noch nicht wieder bei uns sind. Wir haben dieses Jahr, vielleicht kann man ja schon mal das so ein bisschen anteasern, wir haben allein im Januar, glaube ich, was Tolles vor, oder? Weil vielleicht sind ja nicht alle die ganze Sendung über dabei. Nächste Woche zum Beispiel. Nächste Woche haben wir das Weingut Aldinger wieder am Start. Vielleicht schaut gerade auch der Moritz Heidle zu. Wenn du willst, kannst du dich auch gerne wieder zuschalten. Nächste Woche. Wird bestimmt lustig. Da probieren wir den Spätburgunder Untertürkheimer Gips erste Lage 2020. Nee, pardon. Nächste Woche ist das Weingut Sander am Start. Weingut Sander aus der Pfalz. Weingut Sander aus der Pfalz nächste Woche mit dem Mettenheimer Riesling. Leider haben die uns für den Riesling Lösterrassen zugesagt, der ab Weingut ausverkauft ist. Tja. Inzwischen auch bei uns. Aber ihr könnt natürlich gerne einen leckeren Sauvignon Blanc oder Chardonnay dazu trinken. Das wird auch mega spannend, weil das ein sehr, sehr wichtiges... Nee, heute Abend kein Grauburgunder-Bashing. Weil das ein sehr, sehr wichtiges Weingut ist, was wirklich Vorreiterstellung hat in Deutschland, vor allem wenn es um Bio-Weinbau geht. Oh ja. Da haben ganz viele Ikonen gelernt, wie es geht. Die Woche drauf tatsächlich, also in zwei Wochen, ist das Weingut Aldinger wieder am Start. Danach noch, ich glaube, mein Weingut, das heißt Schloss Liese, wenn Schloss ich Liese, mich genau. recht entsinne. Weingut Schloss Liese mit dem Juffer-Kabinett 2020. Mm. Ihr seht, es lohnt sich. Jeden Dienstag 20 Uhr Weine gibt es immer hier in der Weinhandlung Kreis in Stuttgart oder zum Bestellen natürlich. Genau. Und was ihr vielleicht auch über das Weingut Dr. Heger noch nicht wisst, ist, dass es nicht nur ein VDP-Weingut ist, sondern dass auch der Joachim Heger Vorsitzender ist. Ich krieg's, also das ist der Vorsitzender des Regionalverbandes Baden im genau. VDP. Was ja auch immer eine ganz spannende Angelegenheit ist, wofür wir natürlich auch noch Zeit haben. Dann vielleicht mit dem, ja. Ja, vorhin hat es geklappt. Ich versuche es nochmal. Generalprobe klappt. Also bei der Generalprobe hat alles funktioniert beim ersten Versuch. Glaubt uns jetzt wieder nur keiner, das ist immer so. Generalprobe ist perfekt und dann... So. Herrje! So, und sonst so.
Wie bist denn du ins neue Jahr gerutscht? Recht gut. Gott sei Dank nicht gerutscht. Recht lecker. Wir waren nur essen mit einer schönen Weinbegleitung. Ich habe ein paar schöne Sachen kennengelernt, die ich mir aufgeschrieben habe, was mir davor kein Begriff war. Wahrscheinlich Ja, war ich. Kein Problem. Nein, unsere Zuschauer sind doch gnädig und geduldig. Und letzten Endes ist es ja auch nur ein Zeichen, dass es Zeit wird, dass man sich wieder öfter zusammentrifft. Auf jeden Fall. Ja, jetzt. Perfekt. Ja. Nochmal herzlich willkommen an euch beide. Hallo, jetzt dann über einen anderen Kanal. Ihr habt in der Wirtschaft Platz genommen. Wir haben euch gesehen, aber ihr uns nicht. Ja, das ist blöd, wir haben es euch tatsächlich nicht gesehen. Schön, dass ihr jetzt bei uns seid. Wie gesagt, willkommen nochmal, gutes neues Jahr an euch. Wie geht's euch? Wie habt ihr bisher den Jahreswechsel erlebt, die ersten Tage des neuen Jahres? Gab es schon viel zu tun wieder im Weinberg oder ist es gerade ein wenig ruhiger bei euch? Also im Moment regnet es ganz stark, was ja auch gut ist. Werden die Speicher aufgefüllt. Ne? Also, das braucht ihr doch wirklich auch im Baden, oder? Das Jahr. Ne? Also wir haben ganz ordentlich und gut getrunken. Und viel gegessen, muss man sagen. Und viel gegessen haben wir auch. Wie ihr wahrscheinlich auch. Genau. Ja, ich glaube, da kann sich keiner beschweren so richtig. Wir haben schon ein bisschen die Einleitung hinter uns gebracht, euch vorgestellt, ob das nötig war oder nicht. Wahrscheinlich war es nicht nötig. Deswegen schön, dass ihr uns für das Gespräch bei uns seid. Und wir haben auch im Vorgespräch schon erwähnt, welche tolle Lagen ihr besitzt. Welche fast schon mythische Lagen. Also, dass man schon beim Hören dieser Lagen oder beim Lesen in der Weinkarte, ja, dass schon der Speichelfluss ein bisschen einsetzt. Und die Frage ist so ein bisschen, es gibt bei Spider-Man in diesen Spruch, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Verhält sich das bei Lagen ganz ähnlich? Mit großen Lagen kommt große Verantwortung. Was bedeutet es für euch, eben diese besonderen Lagen bewirtschaften zu können? Ja gut, das ist schon ein bisschen so wie beim Spider-Man. Also man muss eigentlich jedes Jahr liefern. Man muss jedes Jahr wieder was besonders Tolles aus dieser Lage hervorbringen. Es klappt natürlich auch mehr oder weniger gut jedes Jahr. Also ich mache es jetzt seit über 40 Jahren. Aber man muss auch sagen, dass einem die Lage dann auch nicht im Stich lässt. Also man hat immer eine tolle Unterstützung. Und hat jemand mal gesagt, ich kann auch sagen, es war der Helmut Dönhoff, der sagt, auf die großen Lagen ist eigentlich immer Verlass. Schön. Immer ein guter Partner für den Winzer. Sehr cool. Weil du jetzt schon gesagt hast, 40 Jahre bist du dabei. Wie lange gibt es eigentlich das Weingut Dr. Heger schon? Das Weingut war mein Hobbybetrieb. Das wurde von meinem Großvater gegründet. Der war als Landarzt tätig hier in Ihringen. Er kam 1919 nach Ihringen. Also wir sind noch mittlerweile jetzt auch schon über 100 Jahre hier. Und gegründet hat er das Weingut 1935. Wie gesagt, als Hobbybetrieb. Dann kam mein Vater in den Betrieb und das war so 1948, 49. Da war damals in Geisenheim, hat dann viele, viele Jahre den Keller gemacht, am Anfang mit mir zusammen. Da habe ich sehr viel mitnehmen können, viel gelernt. Und mittlerweile kommen ja auch unsere Töchter jetzt ins Weingut, die Katharina und die Rebecca. Die sind jetzt beide im Betrieb schon mit drin. Und der Simon ist dabei, der Clemens ist dabei. Wir werden momentan sehr stark Family Business. Sehr cool. Das klingt sehr toll, wirklich. Wir würden gerne noch ganz kurz auch bei den Lagen verweilen. Aber bevor wir da noch weiter einsteigen, vielleicht unterhalten wir uns ganz kurz nochmal um den Wein, den nicht nur wir heute, sondern auch viele der Zuschauer und Zuschauerinnen im Glas haben. Was gibt es denn über den Spannendes zu erzählen? Irgendwas, eine nette Anekdote oder was ganz Allgemeines gerne? Also was für ein Wein trinken wir heute? Wir trinken einen außergewöhnlichen Wein. Zum einen ist es der allererste Ortswein, das war der Grauburgunder, das ist der 2018er. Das ist auch schon der Bogen, der gespannt wird zu diesem sehr außergewöhnlichen Jahrgang 2018, der sehr sonnenreich war, der uns Winzer
natürlich auch nochmal vor eine große Herausforderung gestellt hat. Ihr habt vorhin von 1700 Sonnenscheinstunden gesprochen. Ich glaube, gefühlt waren es 2018 1850. Und also es war trocken, es war sonnig, es war heiß und der Jahrgang wurde auch schon von der schreibenden Zunft sehr kritisch beäugt. Und aber gerade dieser Wein zeigt, dass die 18er eine sehr gute Entwicklung haben, wobei jetzt dieser Wein natürlich nicht nur aus dem Winklerberg oder aus dem vorderen Winklerberg kommt, sondern der kommt aus der ganzen Gemarkung Iringen. Das heißt, da sind dann auch kühlere Standorte dabei. Und das macht eigentlich diesen Wein dann wiederum auch aus. Er hat eine gewisse Eleganz, obwohl er natürlich diesen Jahrgang 2018 ganz deutlich zeigt. Er ist schon opulent und sehr kräftig. Ja. Aber jetzt ist der Ortswein vom Grauburgunder, das ist eigentlich das Bemerkenswerte. Wir hatten einen Vorgänger, der hieß Vitus. Und aber durch die neue Klassifikation im VDP haben wir uns dann entschlossen, Ortswein aus verschiedenen Sorten anzubauen oder auszubauen. Angebaut haben wir sie ja schon vorher. Ja, opulent ist er durchaus, aber eben nicht fett oder speckig oder schwer, finde ich. Also das ist ja, so, finde ich, er hat ja auch 14%, ne? Aber ich finde, das ist toll einfach. Das ist super, Säure ist mit dabei, die einfach das Ganze auffrischt. Ich würde jetzt nicht mal sagen, dass er opulent ist. Ich finde, der hat Kraft, aber mit Opulenz verbinde ich irgendwie was Fettes, was wirklich schwer macht, was den Mund belegt. Aber das ist also, ich super frisch. Eine tolle Entwicklung. Ne? Also am Anfang hat man, in der allerersten Phase haben sich schon sehr ausladend präsentiert, aber das wird alles sehr gut angebunden. Die Weine sind ziemlich, Franzose würde sagen, equilibriert. Wir hatten einen ähnlichen Fall 2003. Das sind im Nachhinein auch sehr gut trinkbare und sehr gut erhaltene Weine geblieben, die 2003er. Das ist einfach etwas, was die Natur dann eben zeigt. Und man will ja auch in diesem Wein das ausdrücken, was übers Jahr los war. Also man kann ja dann nicht in 2018 einen Wein produzieren, der jetzt im ganz extremen Fall gesagt, schmeckt wie ein 84er. Das wird einfach nicht gelegen. Das geht halt nicht. Ja. Aber ich finde es auch irgendwie schade. Durch das, dass ich ja Koch bin eigentlich und jetzt aber auf das Weingut Wein verkaufe darf in die Gastronomie. Also ich bin unterwegs eigentlich viel draußen. Gerade Gastronomie oder Einzelhandel, ist es eigentlich auch ein super Speisebegleiter. Man denkt immer so, weil er gerade so kräftig ist auf dem Alkohol, dass es mit kräftiger Speise gar nicht so richtig gut passen könnte, aber so ist es wirklich sehr gut, gerade durch diese Säure, was er noch hat. Oder definitiv. Ja. Simon, ich habe dich übrigens gerade als Schwiegersohn oder Schwiegersohn ins B angekündigt und habe dann gemerkt, dass ich losgeplappert habe, ohne zu wissen, was ich da eventuell sage. Ich hoffe, das war in Ordnung. Ja, nee, alles gut. Wir sind jetzt 12 Jahre zusammen. Also wir sind noch nicht verheiratet, aber wer weiß, was dieses Jahr noch passiert alles. Oh. Was man natürlich bei diesem Wein merkt, ist einfach auch die Präsenz vom Holz. Es sind sehr viele ältere Holzfässer, aber auch Barriques im Spiel gewesen. Und das, finde ich, das zeigt sich dann doch ganz deutlich in der Struktur des Weins. Also der Wein hat eigentlich profitiert durch den Holzeinsatz. Aber ich wollte jetzt nicht den Beziehungsstatus. Danke Joachim, du hast mich ja einigermaßen gerettet. Von Simon wollte ich jetzt natürlich nicht da irgendwie in Frage stellen. Ich gebe das publik auf Facebook dann sobald, wenn ich meinen Beziehungsstatus ändere. Ja, schickst mir es auch. Ja, kriegst mit. Aber berechtigte Frage. Also, wir hören euch jetzt gerade gar nicht mehr. Das weiß ich aber auch gar nicht von. Wir hören euch nicht. Ja. Also, ihr hört uns, aber in dem Fall. Hört ihr uns? Ah, jetzt. Jetzt hören wir euch wieder. Ja, irgendwie ist unser Aufnahmegerät ausgegangen. Ihr könnt das gut verstehen weiterhin. Ich halte eine weite Verbindung von Stuttgart hier nach Freiburg oder Kaiserslautern. Das stimmt. Genau. Wir haben gerade von dem Holz. Du hast gesagt, das ist eher altes Holz. Wie, von welchem Alter sprechen wir da? Was sind das genau? Du musst deine Frage gerade noch wiederholen, bitte. Ja, die
alten Fässer, von denen gerade die Sprache war, wie alt sind die genau? Die ältesten sind über 60 Jahre alt. Nee, sie sind sogar noch älter, sie sind über 70 Jahre alt, das sind noch 3 Stück aus dieser Zeit und die wurden alle hergestellt. Es gab früher eine sehr große Küferei hier in Ihringen, das war die Küferei Sechsauer und die haben hier eigentlich fast sämtliche Betriebe beliefert mit Holzfässern und wir haben noch 4 Fässer aus dieser Küferei, haben auch noch eins der allerletzten bekommen, das war 1990 und in dieser Küferei, wenn man nach Ihringen kommt, da ist heute der Küfer drin, ist eine Weinstube, die heißt zum Küfer. Wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, Leute, die jetzt die Kopfhörer drin haben, bitte einmal ganz kurz rausmachen. Ja, wir versuchen mal den Ton zu verbessern. Weil uns wurde mitgeteilt, dass man uns wohl sehr schlecht hört. Hört ihr uns wieder? Jetzt ist super. Perfekt. Also euch haben wir die ganze Zeit gehört, deswegen sorry dafür nochmal. Es ist mit der Technik immer ein wenig verhext. Aber die Weinstube zum Küfer, das haben wir alles noch gehört. Ja. Die ganze Geschichte hoffe ich auch mit der Küferei. Ja. Und da gibt es eben noch 3 Fässer, aber zum Beispiel die Ihringer Winzergenossenschaft, die hat noch 1 Million Liter Fassvolumen. Und diese Fässer stammen alle von dieser Küferei Sechsauer hier aus Ihringen. Ach, wie schön. Ja, also schon eine tolle Geschichte. Riesen, ich glaube, es ist einer der größten Holzfasskeller überhaupt in Deutschland. Also sehr imposant, sehr sehenswert. Cool. Den kann man viel kleiner halt. Ne? Den kann man besichtigen? Ist das öffentlich zugänglich? Ja. Ich habe auch gute Beziehungen. Der Geschäftsführer ist ein früherer Lehrling von mir. Also da kann ich was für euch tun. Wenn er mal das klingt cool. Ausgezeichnet. Aber du wolltest gerade den Simon was fragen. Genau. Simon, weil du gerade noch angedeutet hattest, dass du eigentlich Koch bist, magst du mal ganz kurz erzählen, wie du dann eigentlich beim Weingut Dr. Heger im Kaiserstuhl gelandet bist? Also klar, die Liebe, aber wie sah dein Weg davor aus? Also ich war sogar in Stuttgart zuletzt, bei Althoffs, in der Zirbelstube. In der Zirbelstube, sehr schön, ja. Dann ja. kam Corona, was die Gastronomie sehr hart getroffen hat natürlich. Ja. Und dann überlegt man sich mal, was machst du jetzt so in der Zeit? Und ich bin so ein Mensch, ich kann nicht ruhig sitzen bleiben und nichts machen. Und dann habe ich mit Joachim und Silvia eigentlich mal so ein wenig über die Weinhandlung in Stauche drüber geredet. Wir haben da so eine kleine Weinhandlung eröffnet. Und das fand ich auch toll, dass dieses Vertrauen mir entgegengebracht habe und wir da freie Hand gelassen haben, was der Einkauf betrifft, welche Winzer. Und eigentlich durch Corona, kann man sagen, ist das Ganze gekommen, dass ich im Weingut tätig bin. Und klar, die Rebecca, die macht den ganzen Keller, die ist dafür verantwortlich. Die Katharina, die ist im Büro jetzt und macht den ganzen Export, die ganze soziale Medien tut sie dann abarbeiten und kümmert sich auch um den Verkauf und Vertrieb. Und da sind wir eigentlich ein gutes Team zusammen. Und der Clemens, genau, der ist im Außenbetrieb und der leitet komplett den Außenbetrieb. Das ist seit letztem Jahr, ist er auch da. Also wir sind alle eigentlich mit eingestiegen ins Weingut. Toll, cool. Corona losging, kann man klar so sagen. Ja. Klassischster Familienbetrieb auf jeden Fall. Und klar, Joachim, du hast jetzt gerade schon gesagt, es wurde ja von deinem Großvater gegründet als Hobbywinzer. Wie kommt es aber, dass in der dritten Generation all diese wirklich grandiosen Lagen eben von euch bewirtschaftet werden? Also waren die von Anfang an in eurem Besitz oder wie ist so die Genesis, was eben die einzelnen Lagen angeht bei euch? Gut, das hat natürlich seinen Ursprung gehabt in der Lage Vorderer Winklerberg. Mhm. Da mein Großvater wollte diese Weinberge haben. Es ist natürlich auch historisch so, dass es hier in Ihringen einen Wundarzt Lüthin gab, der war noch mal 100 Jahre vor meinem Großvater da. Und der hat ja diesen Edelweinbau am Ihringer Winklerberg eigentlich begonnen. Der war als Arzt am Vesuv und hat da Weine kennengelernt, die aus vulkanischer Erde gestammt haben. Und war dann so fasziniert, dass er eben hier dann erste Pflanzungen durchgeführt hat. Mhm. Und dann kamen später viele andere hinterher, die ihm das gleich getan haben. Einer war auch Johann Baptist Tau, der dann dieses Weingut Gebrüder Müller ins Leben gerufen hat, was wir jetzt heute auch bewirtschaften. Das hat auch Weinberge in Breisach am Eckartsberg, direkt am Rhein, auch hier am Vorderen Winklerberg. Und dann sind natürlich auch etliche Weingüter hier entstanden. Besonders groß, bekannt Blankmannsberg, der eigentlich auch in Winklerberg sich
befindet, oder das Weingut Stiegler, unweit von uns, also Nachbar im Weinberg und auch hier bei uns im Ort, oder auch andere Betriebe hier im Ort, die mittlerweile natürlich auch schon die staatliche Anzahl von 25 Weingütern jetzt langsam ausmachen. Also Iring hat doch etliche Weingüter und natürlich auch eine sehr traditionelle und große Genossenschaft. Aber mein Großvater wollte eben von Anfang an in diese Lagen sich einkaufen. Ich muss noch dazu sagen, es gibt historisch noch ein bisschen mehr Geschichte über unser Weingut oder zumindest in unserer Familie. Mein Ur-Urgroßvater war der Friedrich Kiefer in Eichstätten. Das ist auch ein sehr großes Weingut. Und der hat damals auch schon am Iringer Winklerberg um 1900 einen Weinberg besessen. Da musste dann meine Oma von Eichstätten an den Iringer Winklerberg und hat mir dann immer erzählt, sie ist da gar nicht gern hin, weil sie immer so heiß war. Da kann ich dann noch ein paar Jahrzehnte von Weinbautradition, kommt noch dazu. Und meine Großmutter kam ja vom Bodensee und da gab es auch noch ein paar Winzer im Stammbaum. Einer war Vitus Severin Heger, der war von Stockach und war auch Weinhändler. Es gibt schon eine größere Historie, aber eigentlich die Frage zurückzukommen am Winklerberg. Der Großvater hat sich eingekauft, mein Vater hat dann einzelne Stücke später am Achkarer Schlussberg noch dazu gekauft. Aber natürlich haben wir jetzt in den letzten Jahren haben wir einfach eigentlich immer geguckt, dass wir gute Lagen dazu bekommen, aber eben auch mal ein paar Weinberge, die man gut bewirtschaften kann oder besser bewirtschaften kann, die vielleicht auch ein bisschen kühler positioniert sind, weil man natürlich auch Weine braucht, die für den täglichen Gebrauch einfach geeigneter sind, in nicht so warmen Lagen. Wobei man dazu sagen muss, dass sich jetzt durch diese Klimaveränderung haben eigentlich gerade die etwas feuchteren Lagen, die haben eigentlich heute einen deutlich höheren Alkoholsprung vollzogen als die Weine vom Winklerberg. Die haben eigentlich noch die gleichen Mostgewichte wie schon vor 35 Jahren, wenn ich zurückdenke. Also da hat sich gar nicht so viel verändert. Da ist also eher der begrenzende und der entscheidende Faktor das Wasser, das genug Wein da ist. Ja. Krass. Jetzt vielleicht noch, ich war jetzt im November. Jetzt hören wir euch nicht mehr. Ah, euer Ton ist wieder aus. Entschuldigung uns in aller Form. Also wir haben ein richtig schönes Aufnahmegerät und das ist auch am Strom, aber ja. Ich weiß nicht warum. Das hat sich jetzt schon zweimal ausgeschaltet. Ist schon nicht perfekt. Gerade eben war es besser. Und was deutlich besser, das glauben wir. Das ist nur, was können wir tun? Ich kann mal gucken, ob ich noch Batterien habe. Ja. Also wir haben so ein richtig schönes Aufnahmegerät, aber das hat sich jetzt zum zweiten Mal ausgeschaltet. Heißt das denn, dass man uns jetzt gerade gar nicht mehr versteht oder sehr schlecht, aber man versteht? Ich höre euch relativ schlecht, aber es geht ja richtig rein. Ja. Aber ihr habt ja natürlich einfach, ich muss morgen keine Stimme haben. Der Kilian sucht nach Batterien, vielleicht können wir es damit irgendwie retten. Das Aufnahmegerät ist eigentlich top, aber wir wissen nicht. Ja, ich habe dann spreche ich gerade in den iPad-Lautsprecher. Ja. Okay, alles klar. Aber wahrscheinlich können alle zu Hause zumindest besser zuhören. Deswegen mal noch eine Frage an euch zwischendrin. Ihr habt ja sehr viele Steil- und Terrassenlagen, was ja immer sehr romantisch und schön klingt und natürlich auch sehr schön aussieht. Aber wie groß ist die Freude über diese Steil- und Terrassenlagen wirklich, wenn man genau weiß, was da bei jeder Lese auf einen wartet? Ja gut, es ist ja nicht nur die Lese, es ist das ganze Jahr, dass da sehr viel Handarbeit notwendig ist. Es sind natürlich viele höhere Kosten, aber die Weine danken es eigentlich dann in der Regel schon. Also man hat natürlich schon eine ganz andere Qualität im Glase. Aber was zusehends halt wichtig ist, ist, dass wir einfach genügend Leute haben, die das auch anerkennen und die Freude an solchen Weinen haben. Wir probieren es nochmal. Hört man es jetzt wieder besser? Es war schon zu laut. Wir finden das richtige Maß heute nicht. Das tut uns wirklich leid, dass es euch trifft. Wir sind immer stets bemüht, aber das ist ein bisschen schwierig heute.
Leo, wegen der Lage will ich auch noch ganz kurz was sagen. Die Clemens, die sind im Sommer sind die relativ früh rausgegangen, schon morgens um halb sechs oder so war das, oder um 5 Uhr schon. Weil das hält in der Mittagssonne, hält es da gar nicht aus. Ich weiß, Kilian war da im November. Ja, und das war ja auch draußen am Vorderwinklerberg. In der Steillage, es war nicht das schönste Wetter, aber trotzdem, da hast du wirklich in der Mittagshitze, da hat die Temperatur, das ist abartig. Also ich habe mal gemessen auf dem Boden, auf dem Gesteinsgut, mit meinem Kochthermometer, um die 48 Grad. Holy moly. Schon heftig, was da einwirkt auf dem Berg, ja. Mhm. Ihr könnt ja zum Glück die Bodenbearbeitung mit der Maschine machen, oder? Nee, zum Teil, also wir haben ja viele Terrassenlagen und da machen wir einfach auch Abdeckung oder es wird eben mit tragbaren Rückengeräten, wird gemäht. Ja. Aber das ist schon eine Herausforderung, ne? Also das muss man schon sagen. Also das glaube ich sofort. Also können wir mit Kleinraupen, wir haben zwei Kleinraupen, also für die Techniker unter uns eine Geierraupe und eine von Fisani. Und eben kleinere Traktoren, leichtere Traktoren, da können wir einen Teil der Fläche bewirtschaften, aber halt bei Weitem nicht alles. Und ich habe vorhin mal, wie ich die Brille mal kurz auf hatte, da war eine Frage wegen Muscatella. Genau, ja. Frage dabei, das habe ich zufällig gesehen. Und da haben wir diesen ganz alten Weinberg, der von 1951 stammt. Und da geht eben auch nichts groß mit Traktoren und so weiter. Und der wird auch mit dem Pferd bewirtschaftet. Wir haben also einen externen Mitarbeiter, der gehört einem Winzer aus Ihringen, der heißt Stefan Danzeisen und seine Frau ist die Frau Hübe, sind verheiratet und das Pferd heißt Willi und da findet der Willi dann für die Bodenbearbeitung eben einen Einsatzbereich. Wir haben auch noch einen Silvaner, der heißt dann Pferd Willi. Ja. Also da dann eigentlich eine Win-Win-Situation schaffen, indem das Pferd eben dann so einen kleinen Pfad noch hochläuft und dann eben da nochmal den Boden pflügen kann. Aber sonst mit den Maschinen ist es natürlich... Lauter gefällt das. Ja. Pferd Willi greift tatsächlich etwas voraus. Ich wollte darauf später noch zu sprechen kommen, denn nicht nur mich, sondern auch meine Freundin, die gerade zusieht und das Herzchen geschickt hat. Wir sind sehr pferdeaffin. Meine Freundin hat auch ein Pferd und ich habe natürlich... Pferd Willi war mir... Könnt ihr darüber noch ein bisschen was erzählen? So, wer ist Willi? Was macht er so? Wo wohnt er sonst? Weil es ist ja, glaube ich, der Wein, der nach ihm benannt ist, ist ein Silvaner. Ne? Also da steckt ja, glaube ich, auch eine besondere Geschichte dahinter. Könnt ihr da ein bisschen was erzählen? Also es ist ganz lustig, weil wir vorhin über die Küferei Sechsauer gesprochen haben. Mhm. Und da gibt es ja eben heute diese Weinstube zum Küfer. Und manchmal, wenn man da drin sitzt, dann riecht man ziemlich deutlich, dass der Willi im Nachbarhaus wohnt. Willi ist direkt neben, also es ist jetzt wirklich keine Story, sondern Willi wohnt direkt neben dieser Küferei und man kann riechen. Und die Geschichte war eigentlich ganz lustig. Ich hatte eigentlich mit Pferden, ja, ich habe als Kind auch mal einen Pony geritten, aber ich hatte mit Pferden nichts am Hut. Manche aus dem Dorf werden wahrscheinlich ein bisschen schmunzeln, wenn sie das hören, dass wir mit dem Pferd eben Bodenbearbeitung machen. Aber diese Frau Hüppe, die kam damals zu uns und hat gesagt, Menschenskinder, ich habe da ein Kaltblut, ein Schwarzwälder und könnte man nicht einen Weinberg für euch bewirtschaften? Und dann habe ich erst gedacht, nee, also haben wir jetzt wirklich nicht. Und dann ist mir aber eingefallen, wir haben einen uralten Silvaner Weinberg gekauft, gerade im Winklerfeld, sagt man, also direkt angrenzend an den vorderen Winklerberg. Und die sind ganz eng und dicht bepflanzt, alte Reben. Ich sage, also, dann reißen wir den nicht raus, wir machen den nicht jung, sondern wir erhalten diese alte Silvaner Anlage. Es geht ja auch manchmal ein bisschen darum, dass man alte Genetik erhalten kann, dann altes Pflanzgut. Und seitdem wird dieser Weinberg eben mit dem Pferd bewirtschaftet. Und da wurde dann Pferd Willi genannt. Also aber natürlich mehr als Bodenbearbeitung kann er nicht machen. Und dann haben wir aber später den Häusleboden, also wo unser ältester Spätburgunder steht, der wird auch mit dem Willi bewirtschaftet und noch eine relativ große Fläche vom Achbarer Schlossberg, wo Spätburgunder steht, und die alten Muscateller. Also jetzt haben wir diese ganzen alten Anlagen mit dem Willi bewirtschaftet. Und, cool, mit 1 PS, sehr, sehr schön. Ja. Und, die Silvaner, wenn ich das richtig im Kopf habe, das sind die ältesten Silvaner in Baden oder in Deutschland?
Also ich kann nur sagen, in Baden sind sie, wir hatten früher den ältesten Weinberg überhaupt in Baden, das waren Silvaner. Aber es sind sehr alter Weinberg, aber die Muscatella, das ist der älteste Weinberg in Baden. Und das sind natürlich die ältesten Muscatella-Reben in Baden. Ob es jetzt in Deutschland irgendwo noch ältere Muscatella gibt, das bezweifle ich, aber ich kann es jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Okay. Genau, da ist es der älteste Weinberg. Ja, und lustigerweise wird jetzt, wenn eine Weinbergslehrpfad hingemacht oder auch dort hinführen würde, dann wird man sagen, oh, die sind aber schlecht bewirtschaftet. Es lag alles noch vor meiner Zeit. Ich habe gesagt, die wurde dann mal in den 70er Jahren, waren die mal nicht so gut bewirtschaftet. Und da war ich ja noch in der Schule. Ja, aber wir haben tatsächlich solche alten Weinberge. Wir machen auch noch einen Teil am Achgauer Böhmischberg. Da gibt es eben auch noch so einen alten Grauburgunder. Aber die heißen jetzt nicht alle nach dem Willi, sondern nur dieser Silvaner. Aber lustigerweise, wenn ihr jetzt da in dieser Küferei sitzt und ihr riecht diesen Pferdegeruch. Es gibt mittlerweile einen zweiten Kaltblüter bei der Familie Danz, also der heißt Vincent. Ja. Es ist aber noch nicht geplant, dass es jetzt auch einen Vincent-Wein gibt. Also noch nicht. Ja, aber das ist auch ein Kaltblüter, zweites Pferd jetzt. Ja, vielleicht findet ihr noch eine passende Lage dazu. Ja. Es gab eine Frage, glaube genau, ich. Genau, nicht nur eine. Ja. Welche bekannten jungen Winzer waren bei euch in der Lehre? Oh je, fragt mein guter Freund. Ich gehe jetzt. Mein lieber Freund. Also ich muss sagen, wir haben sehr viel. Ich glaube, über 150. Und ich möchte jetzt auch niemandem nahe treten. Aber zum Beispiel hatten wir einen sehr guten Winzer aus eurer Region. Das war der Herr Seyfried aus Laufen, ich glaube mit 2F. Der hat ein eigenes Weingut. Dann war der Aaron Schweger bei uns. Dann war aber bei uns auch der Cornelius Dönhoff. Dann war bei uns vom Fritz Becker, der Fritz Becker in Schweigen war bei uns. Der Friedrich Keller war bei uns. Also der Stefan Adman war bei uns von Winning. Und so weiter. Die Christine Soder vom Schlossgut Istein war damals bei uns. Sehr, sehr viele. Und ich möchte jetzt wirklich überhaupt keinen irgendwie in seiner Anerkennung, möchte ich da niemanden zu nahe treten. Also es waren viele, viele tolle junge Leute da. Von einem Betrieb, das ist das Weingut Klaus in Nack, da war sowohl die Tochter bei uns, die Katrin, und jetzt ist ihr Bruder hier, der Carlo Klaus. Also manchmal gab es sogar Bewerbungen dann von Geschwistern. Und wir hatten am Anfang auch sehr viele junge Leute aus dem Elsass, die bei uns ihr Praktikum gemacht haben. Die kamen dann alle von Rufach. Und da hatten wir, glaube ich, aus Pfaffenheim allein 5 junge Menschen, die bei uns einen Teil ihrer Ausbildung gemacht haben. Krass. Die haben dann bei euch Rotwein gelernt. Auf die war ich jetzt nicht ganz vorbereitet, sonst hätte ich noch viel mehr. Also wer auch bei uns war, im Übrigen ist der Kellermeister, fällt mir ganz spontan ein, vom Juliusspital, der einen sehr, sehr guten Job dort macht, ist der Nick Frauer. Also viele, die was geworden sind. Ich sage immer, die Challenge ist beim Jäger lernen und trotzdem gut werden. Ja? Ja. Cool. Geht gleich weiter mit Fragen. Ja, es sind gerade sau viele. Ja, Ich mache mal weiter. Sorry. Gerne, gerne. Ist der Grauburgunder biologisch hergestellt? Nein, ist er nicht. Aber die Bewirtschaftung unterscheidet sich eigentlich in zwei Präparaten. Also wir spritzen seit vielen Jahren keine Herbizide, keine Insektizide. Also im Prinzip sind es zwei Präparate. Eines davon ist die phosphorige Säure, die eigentlich aus dem Öko-Weinbau kommt. Das war ja früher auch zugelassen. Das haben sich die Ökos dann selber irgendwie verboten. Aber also wir sind im Prinzip näher dabei als entfernt von dem ökologischen Weinbau. Ja? Eine andere Frage war. Es wäre nicht korrekt zu sagen, ich ökologisch bewirtschaftet oder alle Weinberge sind ökologisch bewirtschaftet. Das wäre nicht korrekt. Also,
Aber ihr strebt gerade das Fair and Green an, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder? Wir sind dabei, verschiedene Dinge zu prüfen im Moment. Also es gibt ja auch noch Fair Choice und wir sind im Moment, VDP überprüft zurzeit sehr viele Systeme und wir sind ja VDP-Betrieb und werden uns da dann anschließen an das, was der VDP dann eben machen wird, weil ich finde, man sollte da vielleicht einen gemeinsamen Weg. Definitiv, ja, klar. Und VDP würde ich gerne. Durch die Terrassenwagen vielleicht noch einen Satz dazu. Klar, gerne. Wäre natürlich sehr schön, wenn jetzt die Sache mit der Drohne voranginge, mit der Schädlingsbekämpfung, dass man das könnte mit der Drohne machen. Also wir haben eben doch sehr viele Terrassenlagen, wir sind noch sehr viel mit dem Schlauch spritzen. Ja. Vielleicht vorhin gar nicht so rübergekommen, was eigentlich das bedeutet, in der Terrassenlage zu produzieren. Und da wäre das schon sehr, sehr wichtig, dass da eben auch die Wissenschaft sich weiter voran bewegt und für uns dann auch gangbare Lösungen schafft, dass man das alles ein bisschen erleichtern kann. Ne? Aber ich, gerade im Schwäbischen gibt es einen Dr. Becker oder einen Herrn Becker, der sich sehr stark mit Drohnenspritzung beschäftigt. Also ich denke, da wird ziemlich bald was kommen. Cool. Dann kann man über alle Dinge wieder anders diskutieren. Klar, aber also man muss ja auch sagen, jetzt in einem Jahr wie 2021, wo es einfach extrem viel regnet, bei euch in den Steillagen, wo es teilweise 35% oder mehr hat, da kann man ja auch gar nicht mehr mit dem Trecker oder mit der Raupe fahren, weil die einfach wegrutschen. Also das ist ja saugefährlich dann auch. Man muss auch sagen, wenn Flächen mit dem Schlauch bespritzt werden müssen, das bedeutet natürlich, das ist eine wirklich sehr, sehr harte Arbeit und die Leute laufen ja dann im Spritznebel schon rum. Ne? Und das ist einfach eine Sache, die muss noch geklärt werden. Ja? Also da muss eine Verbesserung kommen, weil da kann man mit gar keinem Spritzgerät reingehen. Das heißt, dieser Schlauch ist angeschlossen an eine Pumpe und dann wird eben die Schädlingsbekämpfung mit dem Schlauch durchgeführt. Und da muss natürlich ein Teil der Leute müssen den Schlauch ziehen, die anderen, die laufen dann die Gasse rauf und runter. Das ist schon harte Arbeit, aber Kilian, da ich ja weiß, dass ihr selbst auch Weinberge bewirtschaftet. Wir spritzen mit der Rückenpumpe. Du ja weißt, wovon ich rede, ne? Du weißt ja. Dann hast du es ja bekommen, oder? Schon nicht über? Nee, du hast es schon länger, ne? Ja, aber ich glaube, erst verantwortlich. Ja, ja. Also dieses Jahr haben wir eine Bar aufgemacht und da war der Bernd dann sehr gut eingespannt. Wir haben gerade einen sehr, sehr prominenten Zuschauer aus den USA bekommen, den Wilson. Ja. Der hat schon den ein oder anderen Grammy, glaube ich, bekommen. Good evening, Wilson. Ja, hi Wilson, I hope you visit us soon again. We're really looking forward to it. Und der ist auch ein richtiger Weinlover, muss man sagen. Also auf jeden Fall, der Bernd hat mich dieses Jahr gefragt im Frühjahr, ob ich mir vorstellen könnte, den Weinberg irgendwann zu übernehmen. Und dann habe ich gesagt, ja, schon irgendwann. Und ein paar Tage später hat er mir einen Schlüssel gegeben und hat gemeint, du weißt ja, was zu tun ist. In dem Jahr ausgerechnet, ne? Ja, ja, bewusst gemacht. Das war eine große Challenge für dich, ne? Okay, ja. Uns alle, ja. Das war schon ein sehr hartes Jahr, ne? 2021, muss man sagen. Ne? Ja, definitiv. Aber was ist euer Fazit, was den Jahrgang angeht? Wie ist 2021, wie wird 2021? Ja, also das, was jetzt im Keller ist, ist sehr gut geworden. Wir sind eigentlich sehr erfreut über die Weine, aber es war wahnsinnig hart erkämpft. Der Kilian, ja, von dem ich spreche. Und es gibt natürlich eine sehr kleine Art. Leider ja. Viel Wein, aber man muss jetzt sagen, dass die Qualität wirklich sehr ansprechend ist und es wird vor allen Dingen sehr elegante, sehr feine, sehr, sehr spritzige und fruchtige Weine geben. Ja. Schön. Ist eigentlich, man freut sich auf diesen Jahrgang, aber wenn man zurückdenkt, dann war es ein harter Ritt, ne? Oder ein heißer Ritt, wird man jetzt sagen. Ne? Ne? Oh ja. Die ein oder andere Frage kam noch auf, bevor wir dann wieder mit dem Gespräch weitermachen. Eine Frage war, sucht ihr eigentlich noch Lehrlinge? Ja, wir sind offen. Also ich weiß es nicht, meine Tochter Rebecca
macht ja die Lehrlingsausbildung mittlerweile. Die sollen sich bewerben. Wir freuen uns. Wie gesagt, wir bilden, seit ich im Betrieb bin, aus. Und wir freuen uns immer wieder, wenn interessierte junge Menschen zu uns kommen. Macht ja auch Spaß. Ja. Aber ich kann viel lernen. Ja. Ja. Ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen, weil ich so viele nicht erwähnt habe, die auch hier waren. Ne? Ihr könnt dann ja einen Instagram-Post machen mit allen 148. Haben Du hattest gerade den VDP angesprochen und da seid ihr ja nicht nur Mitglied mit dem Weingut, sondern Joachim, du bist ja auch Vorsitzender. Und ich natürlich könnte ich mir schon vorstellen, oder ich weiß, dass der Beruf des Winzers ja eigentlich schon relativ raumfüllend ist. Warum ist es dir trotzdem wichtig, diese Position auszufüllen? Und wie genau sieht deine Aufgabe da aus? Was machst du? Ja, es ist so, dass ich ja zwei sehr gute Vizepräsidenten habe, im Arne Bercher und der Herr Wörle ist mein zweiter Vizepräsident. Wir haben einen ganz tollen Geschäftsführer mit Timo Renner, das ist ein früher Mitarbeiter von mir. Im Prinzip geht es natürlich da um Verkostungsproben, große Gewächse. Man diskutiert sehr viel über Weinbaupolitik. Im Moment gibt es ja ein ganz neues Weingesetz. Wir haben auch immer sehr viel diskutieren mal über Neuaufnahmen. Und ja, da habe ich schon viel zu tun, aber es ist ein Ehrenamt. Also ich mache das nebenher. Ich habe dann auch noch eine Vizepräsidentschaft, wenn man das so sagen darf, im Gesamt-VDP. Da bin ich auch einer der Vizepräsidenten. Da ist ja der Steffen Christmann ist ja. Der Präsident und der hat mehrere Vizepräsidenten. Ja. Okay. Das ist viel Funktionärsarbeit, wo ich eigentlich jetzt auch nicht so der Geeignetste bin dazu, aber irgendwann, um auf die Frage zu kommen, ist man halt, sagen wir mal, vom Alter her dann dran. Die Älteren sind zu alt und die Jüngeren, die wollen noch nicht und dann war ich halt irgendwann mal dran. Das nennt man dann wohl Tiefstapel. Bin ja jetzt auch in den 60ern und irgendwann wird es dann an Jüngere dann übergeben werden. Aber bis jetzt haben sie mich immer wieder gewählt, also dann war sie nicht so unzufrieden. Die wollen es selbst nicht machen, daran liegt es. Und sind die auch ganz froh, wenn es ein anderer noch macht, eine Zeit. Genau. Ja. Dann gab es noch eine Frage und zwar vom Levin, das ist ein lieber Mitarbeiter von uns. Nach welchen Gesichtspunkten kauft ihr neue bzw. alte Weinberge? Spielen da die Rebsorten eine Rolle, das Alter der Rebstöcke, die Lage und so weiter und so fort? Ja, das ist ja jedes Mal eigentlich eine neue Situation. Manchmal hast du einen Weinberg, da sagst du, den muss ich jetzt kaufen, aber man ist eigentlich nicht so zufrieden mit der Rebsorte, die draufsteht. Aber da kann man ja nichts dran ändern. Was man tun kann, man kann eine Standortveredelung machen, eine Brütveredelung, das haben wir zum Teil gemacht schon, oder man pflanzt den Weinberg neu. Und in seltenen Fällen ist es aber so, dass alles zusammenpasst, da ist die Lage super, plus die Reben, die draufstehen, die sind auch geeignet. Aber wie ihr wisst, unterliegen ja auch wir Winzern bestimmten, wie soll ich jetzt mal sagen, Moderichtungen. Und manchmal sind auch manche Rebsorten nicht so gefragt. Also wenn ich jetzt dran denke, also was mir immer besonders wehtut, dieser alte Muscateller Weinberg, das ist mein ganzer Stolz, aber da muss ich wirklich sehr dafür kämpfen, dass der wirklich entsprechend Liebhaber findet, weil das ist sowas Einzigartiges, aber Muscateller ist jetzt nicht unbedingt so en vogue, dass man diesen Wein zu einem auskömmlichen Preis verkaufen kann, obwohl er ganz tolle Weine hervorbringt, ja. Also das ist manchmal, muss man auch die Zukunft arbeiten lassen. Und dann kann eine richten und dem anderen kann man natürlich auch ein bisschen nachhelfen, indem man dann vielleicht eine andere Sorte draufkopft oder neu pflanzt. Habe ich zu lange gesprochen. So, nein, hallo Bernd, schön. Ja, hey. Ah, ja, hallo. Bernd, ich muss die Brille aufziehen. Wie bitte? Hallo Bernd. Ja, ja. Richtig. Jetzt beschlägst du gerade, du.
Ja, wegen mir. Wegen dir besteckt man ja keine Freude mehr. Wir haben den Bernd aus gutem Grund dazu geschaltet, denn wir finden es immer ganz schön bei Live im Weinkreis, weil die Beziehung zwischen Bernd Kreis und allen Winzern, Winzerinnen ist immer eine sehr innige und eine sehr persönliche. Und deswegen fänden wir es ganz schön, immer drüber zu reden, wie ihr eigentlich zusammengefunden habt, weil das ja teilweise auch schon immer sehr, sehr lange zurückliegt. Deswegen gerne mal, ihr zwei, wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt? Ja, also da kann ich mal anfangen. Die erste Verkostung mit Joachim, das weiß ich noch ganz genau. Das war bei denen zu Hause in der alten Probierstube. Und da war noch Joachims Vater. Ich glaube, das muss irgendwie 1989 gewesen sein oder sowas. Also damals war ich so mit jedem Restaurant Barreis. Und dann haben wir da gesessen und der Joachim war ja so einer der Erneuerer der badischen Weine. Das kann man sich heute geil vorstellen. Nicht nur der badischen. Du warst ja im Barrique-Forum Gründungsmitglied, oder? Ja, auch. Ja. Ja, aber vor allen Dingen die badischen Winzer, die waren in der zweiten Hälfte der 80er Jahre unheimlich aktiv und wollten was ändern. Und also auch die Genossenschaften und so, muss man sagen, da war unheimlich viel Bewegung. Und naja, gut, und ich war dann so ein junger Sommelier und wir sind dann das berühmte Weingut Dr. Heger. Und Joachim hat dann noch keine weißen Haare gehabt und ich habe da auch weniger graue Haare gehabt. Wir saßen da und sein Vater, der saß da im Probenraum und hat Pfeife geraucht. Ne? Und wir haben da Weinprobe und da hat er seine Storys erzählt und so. Und Joachim immer, Vater, der wollte... dass es mit der Pfeife jetzt richtig optimal war. Aber das war lustig, weil den hat es überhaupt nicht interessiert. Der wollte seine Reaktion zeigen, aber es war schon okay. Ich finde es toll, dass du das jetzt erzählst, weil meine Töchter, die meinen ja auch, sie hätten es mit mir so wahnsinnig schwer. Also so 10, 14 Tage mit meinem Vater verbringe, da könnten wir hätten vielleicht eine ganz andere Einstellung. Ne? Ah, ja. Wenn da war, die ihn nicht interessiert habe im Probierraum, dann ist er einfach ins Holzöfen gegangen und hat die Sitze da. Und irgendwann kam er raus und sagte, da war doch so ein älterer Herr, wo ist denn der jetzt? Der ist weg. Der ist weg. Dem war es langweilig. Ja, das war schon eins der markanten Degustationserlebnisse, die ich je miterleben durfte. Das klingt so. Und wie ging es danach weiter dann? Ach, naja, wir haben schon ein paar denkwürdige Abende gehabt. Ne? Denke noch mit Vergnügen dran, da hast du einen Geburtstag gefeiert in der Wielandshöhe und alle kamen im Frack und mit Schwimmflosse. Ich kam mit Frack und Schwimmflosse, ich war auch eingeladen. Und war immer, wenn einer in die Toilette musste oder so, dann hat der ganze Saal gelacht, weil die dann mit diesen Schwimmflossen da durchgewartet sind. Und es war nicht ganz einfach, die Füße alle unter den Tisch zu bringen mit Schwimmflosse. Jetzt weiß ich, warum du so viele Schwimmflossen hattest, Papa. Also Treppen hochlaufen mit Schwimmflossen geht nur rückwärts, ne? Du warst doch am Anfang, wo du das erste Mal gekommen bist, warst du beim Barreis, oder? Ja, ich glaube schon, ja. Ja. Warst du beim Barreis, gell? Ja. Kann mich auch noch erinnern. Nur mit meinem Vater, mit der Pfeife, das war eigentlich normal. Also das hat ihn überhaupt nicht gestört. Ich hab dann ein bisschen so meine Meinung geändert. Ich war ja mal dann in den USA als junger Winzer. In Kalifornien und da gab es einen berühmten Weinmacher, Larry Richmond, und der hat dann zu mir mal gesagt, if you don't understand the tobacco, you never will understand the wine. Aber der erste in Baden, der es begriffen hat, war mein Vater, der hat immer gleichzeitig Pfeife geraucht.
der hat die Pfeife auch im Mund gehabt, wenn die gar nicht an war. Also wenn der hat auch die Pfeife im Mund gehabt, ohne dass sie gebrannt hat. Ah, an dem Punkt muss man kommen. Die Idee muss man an und das war für die Verkostung, jetzt muss man sagen, ja, da haben wir dir einiges gut gehalten. Suboptimal. Ja. Aber ich freue mich. Wenn wir gerade beim Verkosten sind, der Albert de Jong fragt, was ihr von Dekantieren von Spätburgundern haltet. Ja, also, wenn ich da so reingrätschen darf. Ganz, ganz lieben Gruß an Albert. Da hätte ich auch ein paar schöne Geschichten zu erzählen. Hallo Albert. Gerne. Bloß Hunsbruch. Vielleicht weißt du es noch, Albert. Mit Dekantieren. Ja, ich würde junge Rotweine immer dekantieren und für die älteren Rotweine haben wir dann Leute wie den Bernd oder die Sommeliers, die dann wissen, wo es notwendig ist und wo es nicht notwendig ist. Also das würde ich sagen, kommt ein bisschen darauf an, wie viel Schwefel das er noch hat, ob er überhaupt dekantiert werden muss. Manche gehen ja auch sofort in eine Oxidationsphase hinüber, wenn sie ein gewisses Alter haben und kein Schwefel haben. Gut, und wir machen halt meistens auch beides, also halb-halb. Eine Hälfte in die Karaffe und belüfte uns andere in der Flasche. Und dann sicher auch ein Trick im Glas. Sehr schön. Ja, ich denke, Spätburgunder, die sind natürlich, das sind natürlich schon sehr fragile Weine. Ne? Also es gibt also ein, zwei Kandidaten aus dem Burgund habe ich, die ich auch problemlos dekantiere oder karaffiere, aber ansonsten bin ich eher ein bisschen vorsichtig, weil es riecht sonst das ganze Zimmer wunderbar nach Spätburgunder, aber im Glas riecht dann halt weniger. Vor allen Dingen, also ich meine, ja, oxidieren kann man ja am Mund, ne? Das ist ein schöner Satz. Aber ich möchte euch noch was sagen zum Albert de Jong. Wie der VdB Baden ganz jung war, da hatten wir mal große internationale Pläne und haben in Schloss Hunsbruch eine Weinverkostung gemacht mit großem Emporium und Vorlauf und habe viele, viele Leute eingeladen. Das Ergebnis war, die Winzer waren völlig unter sich, die Badischen, diese Anfangs. Und dann kam eine Kaffeegruppe, so ein paar Kaffeedamen, die haben dann dem Salvay ein paar Flaschen Schnaps noch abgekauft. Und der einzige Besucher, der noch da war damals, das war Albert de Jong. Und Albert de Jong hat dann wirklich alles durchprobiert von vorne, hat die Restflasche mitgenommen und hat dann einen Artikel geschrieben über badischen Wein. Und sonst wäre das gar nichts, wäre überhaupt nichts rausgekommen. Und Albert ist uns über all die Jahrzehnte treu geblieben. Deswegen freue ich mich besonders, dass er heute dabei ist. Hallo Albert, freue mich. Cheers. Cheers. Albert, echt Respekt. Ja, also ich kann mich auch noch mal an eine Weinprobe erinnern, die ich, das war 1989 in Schottland, als ich in Schottland gearbeitet hatte. War ja auch noch so wahnsinnig gute Beziehungen zum Badischen Weinbauverband und so. Und die hatten dann so eine ganze Probenkiste geschickt in das Hotel, in das ich arbeite. Und die fanden die Weine also ziemlich seltsam, um es freundlich zu sagen. Das hat mich echt auch ein bisschen überrascht. Aber ja, gut. Hat mich dann auch auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Was hat man da so getrunken in Schottland? Außer Whisky. Super, super alte Bordeaux, ne? So, also nichts jünger als 60er Jahre und so. Okay. Cool. Also das, was man in Frankreich Gouanglais nennt. Ja, absolut. Also auch so kleinere Chateaus, ne? Die waren vielleicht in den 70ern oder so. Aber ja. Und ich meine, der Weinlieferant war Giustarini Brooks, ne? J&B. Super, war großartig. Ja. Kennt man ja als Whisky-Abfüller und so. Ne? Ja. Ja, mit badischen Weinen konnten die damals nichts anfangen, aber inzwischen glaube ich schon. Ja. So, wir sind, wie heißt der Weg ist das Ziel, Bernd. Ja, zum Weg könnte ich ja auch noch mal eine Anekdote beitreten. Bitte, schieß los, tu es. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Kennst du noch, weißt du noch unsere Begegnung Anfang der 90er an der Winexpo?
Also Venexpo für allen Jungen, das war früher die wichtigste Weinmesse der Welt. Ja. Also unglaublich, da hat sich die ganze Weinwelt getroffen, mitten in Bordeaux. Und sehr glamourös, mit Feiern auf den Chateaus und so. Und ja, das war so in dieser Sturm- und Drang-Phase. Und ich weiß, der Joachim und die Silvia, die hatten ein Haus in Arcachon, glaube ich, also an der Atlantikküste. Ja. Ich hatte damals ein Zimmer mit dem Ralf Singer, das ist ein Freund, der leider sehr früh verstorben ist, in Libourne, also bei Saint-Emilion. Also wenn man von Libourne nach Arcachon fährt, muss man dann durch Bordeaux, also man fährt da gut 2 Stunden. Ne? Und das nach so einer Woche Weinmesse, wo quasi das Hotel im Prinzip nur als quasi Dusche und Kleiderschrank wahrgenommen wird, ne? War also der letzte Abend bei euch, das weiß ich noch. Ja, da mussten wir dann am Strand saßen wir und haben dann diese Bigorneau gegessen, da diese Schnecken, Seeschnecken, wenn du die so raus Zahnstocher, und dann zieht die und dann, blub, dann rollen die. Also die haben als Höflichkeit mitgegessen und natürlich schon runterspülen und dann bei euch am Swimmingpool, da waren auch noch irgendwie ein paar Flaschen Wein im Spiel oder so und ich glaube nachts um 3 oder 4 bin ich mit dem Ralf Singer nach Hause gefahren und aus 2 Stunden wurden irgendwie 4, weil nach so einer ganzen Woche Weinmesse, wo du nie geschlafen hattest, konnten wir immer nur 20 Minuten am Stück fahren und dann wieder mindestens 20 Minuten schlafen, weil es ging nicht mehr. Ja? Also Gott sei Dank war nie eine Polizei unterwegs. Also ich kann mich sehr gut noch dran erinnern. Die Katharina war ein ganz kleines Kind noch damals. Ja, die war dabei. Genau, die war dabei. Und die Barbara, die Babsi Warner war dabei. Ja. Und wir hatten mit ein paar wirklich namhaften Kollegen zusammen so ein Ferienhaus gemietet. Und dieses Ferienhaus, das war klamm innen. Ne? Und dann, bevor die ersten beiden Nächten haben sie es gar nicht gemerkt, meine Kollegen. Und am nächsten Morgen haben die dann alle am Stand nach diesem Ferienhaus gerochen, weil die Klamotten haben dann diesen Tag. Dann weiß ich noch genau, wie da jeder sich rumgedrückt hat. Und dann ab der dritten Nacht hingen dann draußen die ganze Klamotte im Freien, damit ich Klamm gerochen habe. Ne? Und dann ging es darum, wer schnarcht und wer nicht schnarcht. Und wir hatten diese Ferienwohnung hier im Ort besorgt bei jemandem, der Ferienhäuser eben vermietet hat. Und es war ein sehr, sehr, sehr einprägendes Erlebnis. Und dann natürlich die Abschiedsfehde mit euch, mit Ralf Singer. Das weiß ich noch ziemlich gut, ja. Kann mich auch noch erinnern. Und dann, dass wir alle ein schlechtes Gewissen haben, dass wir euch überhaupt noch haben fahren lassen. Ne? Zu Recht. Soweit wir es überhaupt noch beurteilt werden. Wahnsinn. Und genau das sind eben diese schönen Anekdoten und Geschichten, weswegen wir das immer so gerne fragen. Aber Simon, was geht in dir so vor, wenn du das alles hörst? Bei mir jetzt, meinst du? Na gut, ich habe auch das eine oder andere schon miterleben dürfen. Mit Joachim, also so extrem ausgearbeitet, aber dafür habe ich ja meine Kollegen von der Gastronomie gehabt. Gut. Weißt du, dass wir jeden Abend sind wir Austern, also Friedemeer, Pano de Friedemeer hieß das, und ein Kollege von uns, sehr renommiert, sehr bekannt, der wollte dann in jedem Restaurant sein Müller-Thurgau verkaufen, weil er gesagt hat, es gibt kein Restaurant, der Bernd, du weißt genau, wen ich meine. Ich sag's jetzt aber nicht. Fängt mit Schlag an. Fängt nicht mit K an, glaube ich, ne? Nee. Aber glaub ich, es kommt auch kein K im Namen vor. Jetzt hören wir auf. Gib mir ein A. Bei deinen Eltern, bei deinem Bruder war ich auch mal. Da bei Hanau, Bernd. Da habe ich mal Weinabend gemacht. Im Süden. Genau. Genau, das war ich auch noch. Da bin ich, glaube ich, auch lecker. Ja. Man hat schon was erlebt in den ganzen... Die Ente noch machen. Ja. Das ist wahr. Ja. Ah, meine trinken. Aber wirklich Highlight, muss ich nochmal sagen, war die Geschichte mit der Schwimmflosse und mit diesen Smokings. Das habe ich mein Leben lang nicht vergessen. Das war Wahnsinn.
Ja, ich glaube, das muss ich nochmal ausführen, weil das werden die Leute gar nicht so weiter verstehen. Also es ist ein Club von Sommeliers, die alle so bester Sommelier Europa, bester Sommelier der Welt sind. Und da ist der Dr. Heger dabei. Nee, aber... Wir feiern, also wir haben uns immer jedes Jahr bei einem Mitglied getroffen. Und das war so, das sind alles so Leute in meinem Alter, ein bisschen jünger auch. Und es ist leider, sind die Treffen sehr selten geworden, weil die alle jetzt natürlich Restaurantdirektoren sind oder selbstständig. Wir haben alle leider nicht mehr so viel Zeit. Aber das Schöne ist an dieser Gruppe, dass es alles wirklich große Sommeliers sind und die sich aber selbst nicht so wahnsinnig ernst nehmen. Und deswegen ja auch so diese Verkleidung als Pinguin sozusagen. Ja. der Abschlussabend ist immer mit dem Smoking und Smoking und Taucherflossen. Ne? Und großartig. Es hängt auch damit zusammen, also das ist natürlich sehr frankophil, der ganze Club. Taucherflossen in Französisch heißt Palme, wie die Palme auch. Und das erste Treffen, beim ersten Treffen war der Ehrengast Francis Ford Coppola, der dann seine Palme d'Or in Cannes abgeholt hat. Und der war dabei. Und deswegen haben wir gesagt, ja gut, Palmen, dann machen wir Taucherflossen. Ne? Also Smoking und Taucherflossen. Und der Abschlussabend ist wirklich immer so, und dann tauchen wir auf. Manchmal machen wir das in Restaurants, wo andere Gäste dabei sind. Das finde ich schon, die glauben das gar nicht. Ne? Aber dann, das war ja an dem Abend nicht möglich. Wir haben ja so schon kaum alle Leute untergebracht, so viele Gäste. Ja, und bei uns damals war das so, dass ich gesagt habe, naja gut, also ich bin der einzige Deutsche, der dabei ist, da holen wir jetzt mal so alle bekannten deutschen Winzer zusammen, und da war wirklich die deutsche Winzer-Elite komplett im Smoking und Taucherflossen vorhanden. Ja. Das war toll, ja. Das war großartig. Ich habe mir extra ein bisschen Taucherflossen noch besorgt damals. Ne? Ja, ich habe mir auch dafür da welche. Die braucht man am Kaiserstuhl nicht so oft, sonst, das stimmt. Ja, ja. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte, wirklich. Krass. Francis Ford Coppola Band, ernsthaft? Ja, der war wow. War ein tolles Erlebnis. Ja. Und am nächsten Tag war es auch noch schön, ne? Ist auch noch mal getroffen. Ja. Seid ihr dann mit Taucherflossen in Weinberg gegangen bei uns, oder? Sie sind nur am Abschlussabend dabei. Also ich muss ehrlich sagen, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, ob wir am nächsten Tag in Taucherflossen in Weinberg sind. Dann war es ein guter Abend. Ja, also das ist ja auch so, dass an dem Abend jeder immer seine Flasche mitbringt, und da lässt man es ja nicht lumpen. Also Flasche kann man ja auch durchaus im Plural sehen. Ne? Ja, oder, und groß. Oder in der Größe der Flasche, ganz genau. Ja. Ja. Jetzt mal kurz Lieder holen. Achtung, mein Mikrofon. Also der Björn, der zeigt gerade gleich eine gute Größe. Ja, ah, ja. Für eine Chartreuse. Ja. Mit 3 Litern kann man anfangen. Ja. Also drunter wird es eng. Das ist für uns kein Problem. Wir haben auch einmal waren wir auch bei der Chartreuse in der Distillerie und durften sogar ins Kloster rein. Also der Dalai Lama, der durfte nicht rein, aber wir durften rein. Ne? Der Dalai Lama hatte auch keine Taucherflossen an. Da hatten wir auch keine Taucherflossen, aber wir, ja, das war echt eine ganz besondere Ehre. Wir durften wirklich ins Kloster der Chartreuse rein. Und dann mussten wir halt so, ja, da mussten wir halt so 45er und 47er trinken und 50er und so. Aber da mussten wir halt. So, ne? War eine tolle Sache auch, ja. Naja, unvergesslich, muss man sagen. Ja. Und die Wielandshöhe war da noch nicht lang auf, ne? Das war ganz in der Anfangsphase. Ne? Ja, das war so Mitte der 90er Jahre, ja. Ja, Joachim, wann gehst du in Rente? warten schon alle drauf. Ja, ja. Aber ich muss ja das nicht beantworten, oder? Ich könnte sagen,
nur über meinen Anwalt beantworte ich dir jetzt diese Frage heute. Können wir den zuschalten kurz? Aber ich habe auch noch gar nichts Alter erreicht, ne, Bernd? Ich bin zwar älter wie du, so viel Ordnung. Ich meine, du rauchst jetzt auch keine Pfeife, ne? Nee, das wird gerade noch fehlen. Ne? Dann geht's ja noch. Aber ich sage jetzt mal so, das war nicht die einzige Marotte, die mein Vater hatte. Das darf ich an der Stelle mal sagen. Das war ein großes Original. Ne? Ja, das weiß ich, aber welche Marotte... Aber wie man merkt, hat er auf dich ja auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen, Bernd. Also, ne? Hast du nie vergessen. Ne? Du warst Big und er war jedes Mal von meinem Vater. Ne? Also es gibt Degustationen, an die er immer. Ja, aber erzähl mal, was gab es noch für Marotten? Von meinem Vater? Ja. Ja. Da brauchen wir eine extra Sendung, wenn ich das alles erzähle. Sagen wir mal die beste. Ja gut, die eine habe ich ja jetzt erzählt, dass er einfach gegangen ist. Eine Geschichte, aber die hat jetzt noch bedingt mit dem Wein zu tun, aber da hatte er einen Bekannten und der hat seine frisch angetraute Frau hier in der Familie. Und mein Großvater, der hat, aber da geht es jetzt mehr um meinen Großvater, der war auch so ein Spezialist für Dinge, die man nicht vergisst. Und der hat eben auf einem Auge ganz schlecht gesehen, im zweiten Auge hat er, das hat er verloren, Erster Weltkrieg. Und dann ist er auf diese Frau zu und hat dann zu dieser Dame gesagt, also hören Sie mal zu, Frau, sowieso, also so dick, wie sie mir mein Sohn jetzt geschildert hat, kann ich so finden. Und dieser Ehemann auch. Und also das war so peinlich. Ne? Was mir so spontan einfällt, wo ich sage, hoffentlich passiert mir sowas nicht allzu häufig. Ne? Ja. Ist, aber wir können ja auch eine Sendung machen mit Mimus zusammen, dann gibt es Spätburgunder. Ja. Dann können wir eine ganze Menge. Boah, das wäre was. Ja. Was macht ihr am Donnerstag? Also, Juni. Was ehrlich wie die Weine, oder? Also, ich muss da ehrlich sagen, wir haben ja diesen mit dem Mimus, diese Geschichte ist ja entstanden, wie er den Betrieb nicht übergeben wollte an mich. Und ich war ja damals sehr investitionsfreudig und wollte expandieren und Rebe kaufen und so weiter, was wir ja vorhin besprochen haben. Und der Banker hat halt gesagt, ja, also wenn Sie jetzt aber nicht irgendwie, jetzt sehe ich gerade ein Volker Paschke, der hat auch bei mir gelernt, das ist der Geschäftsführer von der Winzergenossenschaft Iringe, den hatte ich ja schon erwähnt. Volker, ich weiß nicht, wie lange du zuguckst, aber es kann sein, dass du jetzt Kellerführungen machen musst in eurem großen Holzfallkeller. Nur als Bemerkung. Wo war ich? Der wollte halt nicht übergeben und dann hatte meine Frau die Idee, dass wir gesagt haben, er kriegt jetzt einen eigenen Wein, aber unter der Voraussetzung, dass er den Betrieb übergibt. Da haben wir dann dieses Glasmalerbild, so ein Dürermotiv, eben aufs Etikett gemacht. Und dieser Wein, der heißt Mimus. Der hatte so ein bisschen das Problem, dass Mimus war zum allerersten Mal 1991 im Verkauf oder wurde zum allerersten Mal aufgelegt. Und das war jetzt nach 1990 nicht gerade so, sagen wir mal, das größte Jahr der Dekade. Das war ein ziemlich schwieriger Start, aber der Mimus ist ein sehr erfolgreicher Rotwein für uns heute noch. Und mein Vater hat dann tatsächlich mit dem Betrieb auch übergeben, wurde aber zum Schluss nicht müde, immer zu sagen, ich hätte es nicht machen sollen. Ich hätte es einfach hat er recht gehabt oder nicht? Bitte? Hat er recht oder nicht? Ja gut, es gibt uns ja noch. Wir sind ja noch da. Also noch sind wir, noch gibt gutes es Zeichen. Ja, also von daher weiß ich nicht, ob es ihm irgendwann doch einmal recht gibt, aber bis jetzt, glaube ich, hat er es gut gemacht. Ne? Es fällt dir noch schwer, posthum dein Vater zu widersprechen. Du, das war auch nicht so einfach, das muss man sagen. Das war nicht so ganz einfach. Ne? Und man hat auch nicht immer recht gehabt, auch wenn man es gedacht hat, war er doch auf keinen Fall ein dummer Mensch. Das habe ich immer wieder schmerzlich erfahren müssen. Ne?
Und war für mich auch wirklich ein großer Lehrmeister. Ich habe sehr, sehr gut Wein probieren, aber man muss ihn dann auch mal halt dann zu bringen, dass er konzentriert über den Wein dann auch gesprochen hat und nicht wie bei dir Pfeife rauchend über alles andere. Damit hat er auch oft zu kämpfen. Ne? Die Pfeife, die hat er ja im Keller geraucht. Ne? Ja. Die Probe war nicht im Keller, ne? Die war oben in der alten Probierstube. Die war in der kleinen Probierstube, ja. Mhm. Hat man noch Plastikweinlaub. Ich kann mich noch das kann wirklich sein, ja. Ja, ja. Ist mir nicht mehr so stark in Erinnerung wie die Pfeife. Ich glaub, und deine Verzweiflung. Hat alles andere, die Pfeife hat alles andere überdeckt und übertönt. Ne? Vor allen Dingen, wie du versucht hast, das irgendwie zu retten und so. Ja, das war eine, das war eine meiner Hauptaufgaben. Ja? Ja. Muss ich schon sagen, das war nicht immer ganz einfach. Ja? Es gab gerade noch eine Frage aus dem Publikum, das haben wir zwar anfangs schon kurz geklärt, aber wahrscheinlich hat die Person noch nicht eingeschaltet, wo der Doktor herkommt von Dr. Heger. Ja, ich hatte es ja anfangs gesagt, mein Großvater war Landarzt und war Stabsarzt am Hartmannsweiler Kopf im Elsass im Ersten Weltkrieg. Und dann hat ein... Wie Krieg, ich meine, das war ja ein fürchterlicher Krieg und auch ein Krieg mit vielen, vielen Toten und Verletzten. Und also er war sehr stark gefordert. Und wie dann der Krieg zu Ende ging, 1918, hat ein Offizier, ein befreundeter Offizier zu ihm gesagt: Du in Iringen suche die einen Arzt. Und dann ist er nach Iringen gekommen. Also so war das. Und dann war er hier in Iringen eben als Landarzt bis 1962 oder 63 war er dann auch als Landarzt tätig. Also er hat auch praktiziert, bis er über 70 dann war. Ne? Und das Hobby ist eben nebenher entstanden. Ja. Natürlich viele Hobbys gehabt. Er hat dann auch Bienen gehabt und Tauben und weiß ich nicht. War nicht immer alles so ganz einfach unter einen Hut zu kriegen, wenn dann die Lesehelfer wieder in der Erntezeit die Taubenschläge ausmisten musste. Es war auch nicht gerade zur großen Freude meines Vaters. Da gab es dann öfter mal Krach. Ja. Ich meine, es war auch gerade spontan nochmal einfallen, so ein Fall. Ne? Ja. Ja. Ja, so ist das wahrscheinlich immer beim Generationswechsel so. Aber der bei euch gerade scheint ja dann durchaus ein bisschen harmonischer zu verlaufen. Ja, ja, das ist sehr harmonisch. Und sagst du? Das klingt super überzeugend. Ich bin ja auch toll ausgebildet und könnte sehr gut Wein probieren. Also es macht mir auch groß Spaß. Ja. Sagen wir mal so, man ist auch selber wieder etwas ambitioniert, ne, wenn man mit den jungen Leuten arbeitet. Es macht Spaß. Ich rauche auch keine Pfeife, während wir Wein probieren. Das kann ich auch schon jetzt versprechen, Bernd. Das wird jetzt nicht mehr vorkommen. Wieder originell, ja. Ja. Und falls du doch mal anfangen solltest, kommt einfach, wenn Freiburg spielt, dann habt ihr keine Pfeife in der Probierstube. Jetzt haben wir natürlich ein ganz anderes Thema. Also mein Vater war ja kein Fußballfan, aber ich schon. Ne? Das wäre jetzt auch nochmal eine Sonne. Ja, genau. Im Endeffekt. Ja, nochmal Glückwunsch zum historischen Sieg, zum historischen Auswärtssieg von neulich, muss man ja wirklich mal sagen. Ja, wir freuen uns. Ne? als mit unserem Trainer, es kommen auch wieder andere Zeiten. Wir genießen den Moment. Ja, das sagt man als Stuttgarter nicht so leicht, weil wir können den Moment selten genießen. Ich muss jetzt dazu sagen, dass wenn ich mal mir das anschaue, wie viele Stuttgarter erfolgreich in der ganzen Welt Fußball spielen, hätte man vielleicht mal gucken müssen, dass man den einen oder anderen bei euch hält. Das wäre eine gute Idee gewesen. Ja. Aber so viele haben wir euch nicht weggenommen in Freiburg. Ne? In Freiburg nicht, das stimmt. Aber ihr habt ja auch einen guten Talentscout. Ja, wir haben mehrere gute Talentscouts und wir haben auch ein tolles Trainerteam. Und einer unserer Trainer wird jetzt Torwarttrainer beim DFB. Das ist jetzt ein bisschen traurig, weil wir haben ja auch immer sehr gute Torhüter. Ne? Okay.
Also, okay, aber ich fürchte, wir müssen verhindern, dass wir jetzt in der Fußballecke abdriften, so live mit Hut. Ja, weil da kann ich nicht mehr reden. Ich auch nicht. Das war alles, was ich an Halbwissen noch hatte. Aber jetzt mal Frage, hat euch denn der Kaugummi noch geschmeckt? Da haben wir überhaupt nicht drüber gesprochen heute Abend. Wir sprechen ja, also, eigentlich, ja. Die Flasche ist zumindest leer geworden. Ganz am Anfang haben wir mal über den gesprochen. Ja, ja. Wirklich jetzt. Da war aber der Ton dann weg. Da hatte man diese technische Panne am Anfang. Ja, ja. Ach so. Über Wein muss man gar nicht groß sprechen. Wein muss man trinken. Ja. Du, auf das wollte ich schön, Bernd. Schön. Sehr schön. Chin-chin. Ja, nichts mehr da. Nichts mehr da. Die ganze Zeit nicht mehr. Gutes Zeichen, genau. Der Genießer schweigt, ja. Ja, das ist ein guter Kommentar. Ja, weil wir ja immer sagen, wenn die Flasche leer ist, ist die Sendung vorbei. Ja. Wir haben jetzt tatsächlich sogar überzogen. Weil 20 Minuten Flasche, überzogen, die war schon sogar länger leer. Wir sind wie Wetten, dass mit Thomas Gottschalk früher in den 90ern, was immer länger ging als... Hallo, Claudi. Sorry. Hallo, Claudi hier. Was war das, Claudi Bay? Claudia. Nee, da ist die Claudia Stern, die einen Stern gepostet hat. Hallo Claudia, ich grüße dich. Die kenne ich, genauso lang wie dich, Bernd, die Claudia. Das ist, wir haben gelernt, ja. Die kamen zu uns, da war sie noch Lehrling. Ach so, oder? Wahnsinn. Ja. Vom Schlegelhof. Badisch. Claudia Schlegel hieß sie, gell? Ja, so sieht es aus. Berg. Ja? Genau. Ja. Ach, ich merke schon, die Anekdoten, die nehmen da kein Ende auf jeden Fall. Das ist schön. Ich wollte nur noch eins sagen, ich wollte auch das T-Shirt anziehen, Herr Kreis, was Sie anhaben. Das habe ich auch daheim, aber nach Weihnachten hat es mir nicht mehr gepasst. Das ist ein gutes Zeichen. Simon, aber bis zur nächsten Weinmesse passt es wieder. Ja, genau. Ich sage, der kluge Mann trägt schwarz. Oder auch Pfeife, da guckt keiner hin. So sieht's aus. Ja. Gut. Dann treffen wir uns zum Limus das nächste Mal. Ja. Definitiv. Das klingt perfekt. Wir hoffen, dass wir uns alsbald persönlich alle wiedersehen können. Hoffentlich bei der Messe Perspektive Wein, die dieses Jahr definitiv stattfinden wird. Und da muss sehr viel raus nach den 2 Jahren ohne Perspektive Wein. Genau. Bis dahin erstmal vielen Dank, dass ihr dabei wart heute Abend. Sorry für die kurzen technischen Probleme. An euch und auch an alle Zuschauer, schön, dass ihr trotzdem dabei geblieben seid. Es war ein sehr schöner Abend wieder. Nächsten Dienstag geht es weiter. Mit dem Weingut Sander, einer der Vorreiter im Bio-Weinbau, wenn nicht sogar der Vorreiter, das erste Bio-Weingut in Deutschland. Zu einer Zeit, wo es Bio nur im, wie hieß das Ding? Reformhaus gab. Ja. Allerdings, man muss auch sagen, in Rheinhessen mit den flachen Lagen ist es natürlich ein bisschen einfacher als bei euch. Und die Woche drauf Weingut Aldinger und danach die Lara Haag, die habe ich vorhin in den Kommentaren gesehen, kommt in 3 Wochen dran. Also groß an die Lara. Alles werden schöne Abende. Groß an den Herrn. Alle einschalten. Ewig. Und vor allen Dingen nochmal vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Es war sehr kurzweilig. Hat großen Danke Spaß. An euch. Ja, das mega. War's auf jeden Fall. Ja. Vielen Dank an alle Zuschauer auch. Macht's gut. Bis nächste Woche. Schönen Abend allen. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.